Ja, danke. Das ist natürlich super. Ich war auf dem Weg, um diese Quest hier oben zu machen. Und dann ist das Spiel gecrashed. Und als ich wieder eingeloggt bin, bin ich hier tot. Super. Vielen Dank auch. Naja. Fangen wir an mit der Folge. Also, willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Druide Leveln. Ich wollte jetzt im westlich von Waldeslied die Quest Elende Saturn machen. Und mit einmal ist eben das Spiel gecrashed. Deswegen schauen wir doch jetzt mal, dass wir uns sinnvoll wiederbeleben können, ohne direkt in einen Kampf verwickelt zu werden. So, hier sieht es ganz gut aus. Wir buffen uns. Einmal kurz hochheilen. Und dann müssen wir mal schauen. Also, diese Eschentalbeeren, ne, die haben jetzt mittlerweile 1500 Leben. Das ist schon krass. So, dann kämpfen wir uns mal zum Questgeber durch. Die hauen zum Glück nicht ganz so krass zu. Das ist unser Vorteil. Aber ihr seht, also sie machen es halt aufgrund ihres großen Lebenspools mehr als wett. Ich habe nicht Ja, sogar schon genug. zweimal unseren Finisher ansetzen. So. Okay, einmal wieder hochheilen. Jetzt haben wir gar keinen Mana mehr. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht wieder gleich ein crashendes Spiel haben. Das ist zu weit entfernt. Die Spinne als nächstes. Ich bin außer Reichweite. Nicht genug Energie. Okay. Kurz das Gift auslaufen lassen. Dann holen wir uns hier den nächsten Bären. Da oben ist ein Kupfervorkommen. Was will ich denn jetzt mit einem Kupfervorkommen? So. Ich muss ran. Nicht tun. Nicht genug. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Boah, da kommt schon die Spinne wieder von hinten angekrochen. Aber die ignorieren wir jetzt mal. Schon gar nicht so einfach, bis zum Questgeber vorzudringen. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Ah ja, hier haben wir schon wieder Saturn. Als Dämonen. Gut, dann nehmen wir uns doch mal diese. Toll. Wollte sagen, nehmen wir uns doch mal diese Spinnen vor, dass sie uns nicht in den Rücken fallen. In dem Moment hat sie sich Das unsichtbar ist zu gemacht. weit entfernt. Nicht alles blocken hier. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. So. Okay. Verräter von Xavian. Aha. Na gut. Ich muss näher ran. Komm mal her, Verräter. Ich bin außer Reichweite. Ja, mal sehen, was das für eine Quest hier oben Nicht ist. Es klingt schon wieder, als wäre das irgend genug so eine Energie. Beschützerquest. Und dass wir wieder Horden von Gegnern gegen uns haben und irgendeinen NPC beschützen Das müssen. ist zu weit Ist jetzt nicht so meine bevorzugte Quest-Sorte.
Aber da müssen wir durch. So, der als nächstes. Ich muss nicht genug Energie. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ja, hochheilen ist ja nicht. Oh je, sind hier wieder viele. Und die sind so nah beieinander. Wie soll ich denn da hinterkommen? Boah, das ist schon wieder eklig. Ich bin außer Reichweite. Komm her. Das gefällt mir ja jetzt schon wieder gar nicht. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Okay. So, hier ist erstmal nichts. Den Höllenrufer nehmen wir uns jetzt vor. Ja, das war mir fast klar. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. So. Stück wieder runter. Erstmal voll heilen. Diesen Höllenrufer ziehen wir nämlich jetzt hier Line of Sight. So, komm her. Schön hier runter. Wie? Da kann er einfach durch diesen Baum schießen. Was soll der Käse? Ich habe nicht genug Energie. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Eieiei. So. Jetzt haben wir hier noch einen Verräter. Teufelsanbeter. Okay. Den Verräter holen wir uns. Also hier haben sie schon wieder ein bisschen übertrieben mit den Mobs, ne? Das sind eindeutig zu viele. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Zumindest für meinen Geschmack. So. Okay, dann haben wir hier wieder zwei Höllenrufer. Die müssen wir irgendwie da weghalten. Weiß noch nicht so richtig wie, aber wir schauen mal. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, passt. Nicht bereit. Nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Gut. Nächster Höllenrufer. Ja, komm. Reicht. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Nicht bereit. Gut. So, wie machen wir das mit den Zweien hier? Erstmal den Schurken. Jetzt. So. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht? Respawn ist noch nicht da. Das ich ist gut. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. So. Ich könnte wetten, dass die beiden zusammenkommen und dass wir da keine Möglichkeit haben, das irgendwie zu verhindern. Weil die so nah zusammenstehen. Ah, wie machen wir das?
Das passt mir überhaupt nicht. Ich könnte eins machen. Auf. Werden den Wurzeln. Den ziehen wir hier nach hinten. So. Jetzt müssen wir den schnell töten. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Oh, nicht aus. Na, hör auf auszuweichen, Mann. Ich habe keine Zeit die ganze Zeit. Das ist furchtbar, dass die immer genau dann ausweichen müssen, wenn es eh knapp wird. So, hochheilen. Das ist echt schlimm, ne? Wie häufig diese beiden jetzt ausgewichen sind, weil die Engine genau weiß, dass es jetzt für mich knapp wird. Echt furchtbar, sowas. So, jetzt können wir an die Quest rangehen. Tötet Geltas. Okay, wir sollen jetzt hier einen killen. Der Zweig des Szenarios. Okay, dann gehen wir mal darunter. Weiter geht's. Ich bin außer Reichweite. Ich habe nicht genug Energie. Steck zurück. Patrouillieren hier so blöd. So. Nächste Teufelsanbeter. Das ist zu weit entfernt. Ah. Komm. Sieht hinter uns aus. Sieht erstmal ganz gut aus. So. Oh, man sieht wieder nichts. Ist das der? Ja, das ist der. Okay. Also auf den Schurken. Schön hochziehen. Ich bin außer Reichweite. Ich habe nicht genug so. Energie. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Energie. Hat er wieder so einen Höllenhufer in seiner Nähe. Das wird doch alles nix. Na gut, ich probiere mal den zu pullen, wenn er ganz rechts steht und der andere ganz links. Vielleicht funktioniert das. Wie lange haben wir noch? 4 Minuten. So. Ja, das hat auch schon mal gut funktioniert. Nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nie bereit. Nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Sehr schön. Den Zweig des Szenarios haben wir und wir sollen das in Waldeslied abgeben. Gut. Dann werde ich mich mal hier ein bisschen durchschleichen. Jetzt kommt nämlich hier der ganze Respawn-Haufen wieder. Den will ich mir jetzt nicht antun. Okay. So, hier oben ist immer noch ein Kupfervorkommen. Kupfer brauchen wir nur wirklich nicht mehr. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob das sinnvoll machen. Die Spinne. Das ist zu weit entfernt. Wo will denn dieser Bär jetzt hin? Oh, ey. Leute. Ich muss näher ran. Ja, genau in diese Ecke, in der ich nur gerade die Spinne hingezogen habe. Unglaublich.
rüber zu Waldeslied. Da haben wir die Quest auch abgeschlossen. Stoff und schwere Rüstung, ne? Super. sechzehn Satyrhörner sollen wir ihr bringen. Ah ja. Okay, das wird aber in dieser Folge erstmal nichts mehr. Das machen wir in der nächsten. Ich werde jetzt mal hier nach unten noch gehen. Und wir sehen uns gleich an diesem Questort wieder. Bis gleich. So, an der Weggabelung, wo es zum Brachland runtergeht. Kurz nach dem Splitterholzposten, von Waldeslied aus gesehen, werden wir jetzt mal nach Süden gehen und dann noch ein Stück westlich, um zu diesen Außenposten hier zu gelangen. Mal sehen, was das für Quests sind. Ich kann mich dunkel erinnern, dass da die Silberschwingen eigentlich zu finden sind, um einen ins Kriegshymnen. In die Kriegshymnenschlucht zu entsenden. Mal sehen, ob das so stimmt. So, nach dem See werden wir dann in Richtung Westen aufbrechen. Müsste doch bestimmt auch irgendwo ein Weg sein, ne? Oder eher nicht. Hier vorne tauchen nämlich schon die Gebäude der Horde auf, wo es zum Brachland rüber geht. Werden wir mal hier durchgehen. Die Mobs sind alle so low im Level, dass sie uns schon gar nichts mehr tun sollten. So, auf der Minimap taucht das Fragezeichen schon auf. Vielleicht gibt es sonst auch noch einen anderen Weg hier rein. Ja, aber hier ist zu. Heim der Silberschwingen. Bin ich nicht toll, dass hier zu ist. Komme ich denn jetzt hier rum? Boah, muss ich jetzt den ganzen Weg hier außen rumlaufen? Ist das euer Ernst? Jetzt muss ich ja auch noch gegen die Leute hier kämpfen, um beizukommen. Naja. Dann hauen wir die mal fix um. Das sind ja jetzt keine gefährlichen Gegner mehr. Von der nördlichen Seite ranpirschen. Ja, da hätten wir wahrscheinlich hier oben reingepasst und dann so runter. Wenn man genau hinguckt, ist hier auch so ein Weg. Ah, schön ausgepflastert. Nicht gesehen. Naja, macht nichts. Das ist quasi die dritte Basis der Nachtelfen. Und zwar jetzt das Silberschwingen. Oh, und da ist ein Eisenvorkommen. Das holen wir uns. Ja, es war wieder zu. Sonst bleibt er ganze Zeit daneben stehen, aber wenn wir sein Eisen abernten wollen, dann wird er wild.
4-mal, sehr schön. So, dann geht's zu den Silberschwingen rein. Hain der Silberschwingen. Ja, und hier haben wir auch gleich Kampfmeisterin, da könnte man sich anmelden für das PvP. Da werden wir allerdings jetzt nicht viel Erfolg haben oder sehr lang suchen müssen, um hier weiterzumachen. Ich bin geehrt. Bericht von der Nordfront. Geht in Frieden. Ja, mehr ist es auch nicht. Ist einfach nur die Quest hier abgegeben. Okay. Gut, dann wissen wir, in der nächsten Folge werden wir uns den Satyren weiter widmen. Und dann müssen wir hier noch die Druiden und die Dämonen auslöschen. Und dann dürften wir es geschafft haben im Eschental. Ich porte mich jetzt nach Astranar zurück, dass wir unseren Erholt-Bonus wieder kriegen. Weil ihr seht, viel übrig ist nicht mehr. Wenn man mal 3-4 Folgen gleich hintereinander weg aufnimmt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir unsere Questreihe im Eschental fortsetzen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!